gentlemen, we need place. We need place to work with you. كل يرجع لورا. يا جماعة من فضلكم كل يرجع لورا. محتاجين مكان. يا ناس فسحوا شوية المكان بس. فسحوا شوية لبعضيكم. Aber wenn man entlang der 67er, die Anrainer dort, die ja wirklich neben der Straße wohnen, wenn man die befragt, wenn sie sich was sagen trauen, und es kommt ja auch noch dazu, dass sich viele nichts sagen trauen, aber untereinander immer halten, das müsste mehr gemacht werden. Die Unsicherheit, die Verunsicherung, was passiert mit unserem Land, was passiert mit den Menschen, die wir hereinlassen. Die haben ja keine Perspektiven, das muss ihnen ja gesagt werden. Walk straight ahead of the highway. Don't turn around. Be sure that all the lights down and there are out. But Dr. Lair, can people do anything to avoid tension? Yes. They can make love all the time. نعم جايبين هذا ولد حرية يعني this is the freedom not the freedom this we have freedom yeah yeah you have to wait for the bus you have to wait for the bus we not Brazilian طالع الشعب لبرا طالعوا management Irgendwas müssen die Grausen da oben unternehmen, was immer ja gesagt haben. Und jetzt sind sie auf die Hauptstation gegangen. Was passiert dann mit uns? Das ist das, wo wir Angst haben. Wir haben kleine Kinder, ich habe ein 11-jähriges Dirndl. Und dann siehst du, wie die Männer da durchmarschieren. Gestern haben wir Gruppen gesehen mit kleinen Kindern, die sind marschiert wie beim Heer. Also wirklich. Also schon, der ja. Mann fährt aus Furt. Die haben einen Ton drauf gehabt wie im Fernsehen. Also, und dann kriegst du nachher schon ein bisschen Angst. Also ist, da habt ihr wirklich Angst jetzt momentan. Das ist halt wie schaut's bei euch aus? Es ist bei uns das Gleiche. Ja. Ich meine, es sind genug wahrscheinlich IS-Kämpfer und alles da. Und wir sollen uns das gefallen lassen da. Nein. Danke. Deswegen die Grenzen auch zu. Ganz Grenzen einfach. Dicht. Und er hat eben die Information gekriegt, dass die Häuser zusperren sollen und drinnen bleiben. Weil sie aggressiv sind und wir haben da keinerlei Information gekriegt und das ist das Schlimme. Und dann bist du nicht daheim und du weißt, die Kinder sind aber, du kannst nicht immer daheim sein, überhaupt etwas berufstätig sein und du hast noch Angst, du weißt nicht, was passiert daheim. Here in my head. Exactly. And now, ladies and gentlemen,
Wir sind alleinig, in Stichlosen, das geht nicht, das glaube ich fast keiner mehr. Ne? Und das sind die Sachen. Ne? Die ganze Polizei versprechen und es hilft nichts. Wissen Sie, wie das das Einfachste geht? Da brauchst du nichts tun, weil wenn da 10.000 Leute, aber ich schicke Polizisten, wissen Sie, was die tun dürfen? Die Stängen habt ihr 8 Grad, dass sie nicht salatieren. Darf keiner was tun. Da reichen 200 Leute auch, wenn ich alle durchgehen lasse nur. Da brauche ich keinen Aufwand von Polizisten und noch mehr. Ist alles ein Scheiß, das. Da muss die Regierung mal sagen, so Schluss aus, wir haben genug Leute, mehr geht nicht. Und einmal zumachen. Ich tät halt Ombi, Feuerwehr, Lautsprecher, können ja alle Sprachen, sag's durch. Wenn du da andruckst, wenn du da kommst, wird's nass und kriegst kein frisches Gewand. Und sonst sprühen wir ein bisschen drüber. Wir zwei haben, der Bu und ich, da sind angestanden 200 Leute hintereinander. Tatsache, 200 aus und die anderen sind gesessen da, die haben einen Schach gehalten. Nur ab und zu haben wir ein bisschen Spray müssen geben, wenn die Wirbeln haben gehabt, hintereinander, ne? Die Nationen. Und dann haben wir das in Schach gehalten. Aber nur wie es rundherum ausschaut, das kannst du vergessen. Auf der Seite haben wir am Freitag wollen Traum lesen, habe ich 390 Steck. Den kannst du vergessen, da ist nichts oben. Alles einzeit, alles da oben am Berg oben haben wir Nussbaum, 41 Eimer mit 10 Litern Nussen, die haben es weggeräumt, da haben wir 50 Leute auf einmal gesehen drinnen, ne? Katastrophe, die Zaun schaust aus, die Toiletten schaust an, wir haben freie Toiletten, viele draußen, echt türkische Klo, stehen 1000 Leute da außen neben rundherum und am oben kannst du auf Deutsch gesagt die Scheiße wegputzen. Bis 2 in der Früh haben wir 21 Müllsäcke mit rausgeräumt, 21, da haben wir aber nicht einmal einen Parkplatz hinten noch geräumt. Nur da vorne haben wir 21 Müllsäcke. Es gibt drei Möglichkeiten, dass die Leute von da wegkommen. Der erste ist mit dem Bus, es werden genügend Busse bereitgestellt. Der zweite ist zu Fuß und die dritte Möglichkeit ist das Taxi. Und wer sich freiwillig ein Taxi nimmt und die Kohle hat dazu, dann ist es ja in Ordnung, oder? Also ist es nicht so, dass jemandem etwas weggenommen wird. Es ist nur so, dass wir dafür sorgen müssen, dass hier, wenn ein Taxi fährt, dass ein vernünftiger Tarif gefahren wird, und zwar der Taxitarif. Just let us not out. Just we don't need eat anything. Buses, trains, no, we don't need anything. What do you just need? Just we need freedom.